Ja, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 4. Euer Maiko, euer Kaffeeonkel, das ist natürlich meine Wenigkeit, wer sonst? Ja, und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Abenteuer. In der Mitte der Höhle, da kann man klettern. Oh, ja. Ja, könnte klappen. Ja, aber da hast du doch einen Weg, oder nicht? Ja, wie gesagt, wir haben in der letzten Folge, sind wir hier gelandet, irgendwo, keine Ahnung, Madagaskar oder so. Und hier haben wir ein Boot am Start. Und folgen hier diesen Pfeilen. Und die haben uns hier in die Höhle geführt. Hier kann man klettern. Nee, muss ich doch schwimmen. Oh, ein Kackmist. Ja, nein, was ist das für eine Kameraführung gerade? Ja, aber da komme ich nicht hoch, ne? Schon mal. Da komme ich schon mal nicht hoch. Okay, zurück an Land. Na komm. Jetzt geh doch da raus, Mensch, Junge. Ja, klar. Ah, guck mal. Alter. Okay. Da kann man klettern. Nice, gut. Dann muss immer das... Aufs Boot, wahrscheinlich. Na komm hoch. Ja, und darüber. Ja. Gib schon zu. Das ist ziemlich cool. Warte mal. Was? Die Klippe hochzuklettern? Ja, eine Klippe auf einer riesigen geheimen Pirateninsel hochzuklettern. Im Ernst jetzt. Klar. Ich find's verdammt cool. Okay. Warte mal. Warte mal. Ich probier's mal da hoch. Ich sehe gar nichts. Das Gegenlicht. Aha. Okay. Und dann darüber wahrscheinlich. Ja. Noch ein wenig höher. Wir können an dem Ast schwingen. Noch ein wenig höher, Willa. Okay, dann ein bisschen höher. Ja. Wirst du wohl, du wolltest doch höher, also dann geh doch auch höher, Mann. Uha. 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 Okay. Uha. Wir sind Alter wieder im Schwede. Geschäft. Okay, warte. Ich muss nur kurz nicht zu Tode stürzen. Was denn? Bruderherz, was geht ab? Oh, ich sehe gar nichts. Das ist auch so geil mit den Lichteffekten. Wenn du jetzt von draußen reinguckst, ist es ziemlich dunkel und du siehst nichts. Es ist schon geil gemacht. Oh, was haben wir hier? Ein Tempel? Wow, subtil und bescheiden waren wohl Fremdwörter für Avery, was? Na, er hatte das Geld. Wer kann, der kann, stimmt's? Jo, würde ich auch sagen. Ja, ja, ist ja gut. Meine Güte. Ja, rüber da. Hoch da. Oh, was haben wir hier? Ja, ich wusste es doch. Da ist ein Schätzchen versteckt. Ja, ja, brauche ich nicht untersuchen. Ist mir eigentlich relativ, ganz ehrlich. Ist nicht so wichtig. Da komme ich nicht hoch. Okay, aber da komme ich hoch. Gut. Da hoch. Darüber. Hoch. Hoch. Da gehst du hoch. Da will ich hin. Da gibt es auch noch einen Eingang. Naja, wir müssen sowieso wahrscheinlich darüber. Oh, guck, der Haupteingang ist mit Schutt versperrt. Schon ja. Wieder. Tja, ich schätze, Averys Baumeister haben garantiert nicht an Jahrhunderte der Erosion gedacht. Garantiert. Ja, dann nehmen wir eben wir den Nebeneingang. Einen Weg herumfinden. Ja, ich würde einfach sagen, wir nehmen den Nebeneingang. Den Lieferanteneingang nehmen wir. Komm. Guck mal hier, Lieferanteneingang. Die haben nur vergessen, die Treppe einzubauen. Ja. Sehr, oh oh. Okay. Hey Sam, komm, hilf mir mal. Ja, klar. Na komm schon, auch damit. Ist das schwer, verdammt. Komm schon, durch da. Beeil dich. Okay, komm durch. Ja, ich komm schon. Ja. Ja, klar doch. Bitte, Mann. Gerne, danke. Ziemlich viel heben und kriechen, was? Also wie immer. Oh, das glorreiche Leben eines Schatzsuchers. Und klettern.
Ja, und seine Frau ist ja auch ziemlich sauer. Weil er sie angelogen hat. Na, da bin ich auch mal gespannt, wie das noch ausgeht. Na, wenn das mal nicht zu spät ist. Okay, was haben wir da? Was haben wir hier? Okay, nichts. Bisschen umgucken kann ja nicht schaden, meine lieben Freunde. Moment, da wollte ich lang. Okay. Was war das wohl für ein Gebäude? Die Bögen erinnern mich an die Kathedrale des heiligen Dismas. Aber sonst, keine Ahnung. Okay. Gut, da oben ist eine Brücke. Dort. Na, mit Brücken haben wir es ja nicht so. Und, die sieht nicht sehr stabil aus, würde ich mal sagen. Okay, wir gehen weiter. Wir müssen ja irgendwo da hochkommen. Wie haben Sie das wohl gebaut? Ja, vor allem, wie lange haben die da dran gebaut? Ich meine, wenn das ein Pirat war, da komme ich nicht hoch. Komme ich hier hoch? Ne, hier komme ich auch nicht hoch, ne? Mein erster Tipp wäre ja hier gewesen, aber... wohl nicht. Da will ich nicht runterfallen, da komme ich her. Gut. Irgendwo muss es ja hochgehen. Dann gehen wir mal davor. Mal gucken, was wir da finden. Das ist genau das Teil, was ich vorher schon gesehen habe. Hilfst du mir zur Brücke? Warum hilfst nicht du mir mal zur Abwechslung? Na komm. Alter. Weißt du, aber haben beide den Seil... Haben aber beide den Seil dabei, weißt du? Ich meine... Und? Da ist ein Pfad. Aber ich sehe noch keinen anderen Weg darauf. Warte. Mei, oh mei, oh oh. Sam! Was? Bist du okay? Hab... Zumindest bin ich jetzt drüben. Okay. Jetzt müssen wir dich hier raufkriegen. Warte. Mein Gott. Weißt du, die schwingen sich überall und weiß ich was. Da oben hängt ein Pfosten. Sam, ich bin doch... Was entdeckt? Anstatt dass einfach das Seil da oben an, da an der Leiter hier an dem Pfosten festmacht, verdammt, dass wir da hochklettern können. Nein, vielleicht klettern wir einfach da hoch. Wie wär's damit? Ja, alles muss man alleine machen hier. Meine Ehe ist kaputt. Mein bester Freund ist weg. Zwei Irre und ihre Armee jagen mich. Und ich kann meinen Bruder nicht finden. Ja. Aber auf der anderen Seite ist niemand hier, der mich Idiot nennen kann. Da drüben ist die Brücke, okay. Jiha! Weiter, weiter, weiter. Wow! Ja, komm schon! Alter Schwede. Wo warst du? Eine Möglichkeit suchen, dich hier raufzukriegen. Ja, super. Okay, dann spring rüber. Okay. Weißt du, der hätt's einfach... Verstehst du, das ist irgendwie nicht logisch, ne? Ja... Danke. Ja, alles bitte. In Ordnung? Ja, alles prima. Gut, jetzt haben wir hier eine Kiste. Da fragt sich natürlich, für was brauchen wir die, wenn die da rumsteht. Weißt du, vor allem, warum steht hier eine Kiste? Und warum auch noch mit Rollen, ne? Jetzt wollen wir mal gucken, was können wir hier machen? Du bist ja oben. Also, weiter geht's. Okay. So, warum hat er einfach nicht hier an so einem Pfosten hier das Seil festgebunden? Dann hätten wir können hochklettern. Nein. Aber hier sind wir bestimmt falsch, oder? Da haben wir was zum Dingens, aber das bringt mir das was. Okay, wir gucken uns erstmal um. Schöne Aussicht. Allerdings, das kannst du laut sagen. Du hast mich nicht gehört? Wann? Vorhin, ich hab dich gerufen. Nichts gehört, wieso? Warst du besorgt? Ich war besorgt, dass du dich ablenken lässt. Jetzt bin ich abgelenkt. Was soll das denn heißen? Nichts. Wollen wir? Ja. Los. Okay. Wollen wir los. Aber wohin ist los? Gut. Wir haben hier unten... Was haben wir denn da? Moment, wo war denn das? Wo war denn das Ding? Nicht runterklatschen. Da haben wir so ein Teil. Bin ich da nicht hergekommen? Oh, was haben wir da? Vögel. Gut. Ich will mich da nochmal umgucken. Hier muss es doch auch noch was geben. Ach, hier geht's nicht weiter. Doch, hier ist doch noch was. Okay, ist aber nichts von Bedeutung. Hier auch nicht. Okay.
Naja, also das mit der Logik manchmal, das musst du nicht verstehen. Zum einen, warum steht hier eine Kiste, ne? Ich meine, wer hat denn die da hingestellt? Ich meine, nicht vor zwei... Vor 400 Jahren haben die doch da keine Kisten hingestellt, schon gar nicht mit Rollen. Und dann steht die immer noch da, oder wie? Oder wer hat die da hingestellt? Also weiß ich, keine Ahnung, weiß man nicht so genau, ne? Cola-Lieferant vielleicht, oder sowas. Wer weiß das schon. Okay. Wo müssen wir hin? Ist eine gute Frage. Und wo genau sind wir eigentlich jetzt hergekommen? Von da sind wir nicht gekommen, oder? Gut. Okay. Wir haben hier so ein Ding. Ne? Ja. Na? Willst du mich verarschen? Macht er nicht? Warum nicht? Vielleicht muss ich das von der Seite machen. Willst du mich versäckeln? Willst du mich verarschen? Ja, und jetzt? Gut, gehen wir mal da runter. Yippie. Wow. Moment. Langsam. Hängen wir mal ein bisschen rum. Geht's hier weiter? Na, ich bin immer so ein Spezialist, weißt du? Runter. Ich würde gerne noch ein Stück weiter runter. Danke. Und dann darüber. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe keine Ahnung. Ja, nein. Ein bisschen schwingen. Jawohl, machen wir mal hier einen Tarzan. Komm schon. Jiha! Alter Schwede. Ein Moment. Da kann ich hochklettern. Okay. Gucken wir aber erstmal hier, was es hier noch gibt. Ja. Sam, zwecklos, Sackgasse. Okay, also wieder zurück. Es gibt keine Sackgassen. Hier kann ich auch noch klettern oder komme ich da nur wieder da hoch? Aha. Sackgasse, willst du mich verarschen? Huha! Sackgasse. Ja. Hoch da. Was jetzt? Tja, es muss einen Weg hinübergeben. Zur Kante der Säule. Zu welcher Kante, zu welcher Säule? Welche Kante, welche Säule? Erklär mir das mal jetzt bitte einer. Ach, da unten. Okay. Gut. Also muss ich jetzt wieder hier... Na? Ach, hier muss ich es festbinden, oder was? Ach, das ist ja auch die Logik. Ach, da muss ich hin. Oh, sag doch das gleich, Mann. Junge, sag mir das doch gleich. Na, schwing dich mal, komm. Tarzan! Jiha! Oh. Hier unten ist ein Pfad. Super, ich bin hinter dir. Pfad ist gut. Also, ich weiß ja nicht, also... Meine Definition vom Pfad ist irgendwie anders. Naja, gut. Okay. So, weißt du, oben muss ich es festbinden. Und hier kann ich es so machen. Ist ein Witz. Hiha! Oh, oh. Alter Schwede. Hoch da. Liebe Kinder, das ist nicht zum Nachmachen empfohlen, bitte, ja? Weil es ist nur ein Spiel. Das ist natürlich ein Witz. Klar, ne? Ja, dann komm du mal. Ach, und jetzt noch da. Na komm, Rückwärtssprung bitte. Jawohl. Oh, meine Fräse. Ja, und nu? Ach da. Naja, ist schon klar. Yippie-yay. Oh, aua. Ich glaube, das hat wehgetan. Na komm hoch. Oh, warum ist das so rot? Oh, was ist da drüben? Ich muss bestimmt darüber, oder? Wer soll da wissen, wo man hin muss, du? Ganz ehrlich. Na, schwing dich mal, komm. Ein bisschen hoch und dann... Ja, jetzt stell ihn... Was machst du denn? Hoch! Ja, also geht doch, komm. Da hoch. Da hoch. Wie geht's dir? Ich lebe noch. Falscher Weg. War ja klar. Also doch wieder da dran. Iha. Aua. Okay, ouch. Ich würde gerne noch ein Stück runter. Komme ich nicht runter? Komm schon runter. Okay. Okay, dann eben so. Muss man es an der
an der Wand entlang laufen. Jiha! Oh, oh, ich sterb. Oh, leg mich im Arsch. Ich dachte, ich sterb. Hoch. Sam, hier rein. Okay. Und dann da hoch wahrscheinlich. Jawohl. Da hoch. Na komm. Und da hoch. Meine Güte, du hast so eine Kletterpartie schon wieder hier. Okay, wir sind offenbar noch auf dem richtigen Weg. Scheint so. Gut. Netter Turm, ich will mich aber da hinten auch mal umgucken. Man weiß ja nie. Ui, nice. Oh oh, aber runterfallen will ich da nicht. Ist das tief? Wo? Wenn du da runterfällst, machst du dir keine Gedanken mehr über die Rente. Nun gut. Wobei, kriegt man als Schatzsucher auch Rente? Außen oder innen? Was haben wir denn hier? Gehen wir mal rein. Ah. Aha, Schätzchen. Sehr schön. Okay. Ja, ich werde mir nicht alle jetzt eingucken, weil es ist eh nicht relevant. Das ist halt wohl auch nur, dass du was finden kannst. Na komm. Okay. Und weiter. Da geht's weiter hoch. Da muss ich vielleicht von der Seite probieren. Tschüss. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, warum der mir jetzt da rausgesprungen ist. Verstehe ich nicht. Normalerweise, wenn du auf X drückst und nach vorne, dann klettert er da raus. Und hängt sich auch ans Fenster quasi. Habe ich jetzt das Ding schon geholt? Oder muss ich das nochmal holen? Nee, habe ich. Warum der jetzt da runtergesprungen ist? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es passiert mir aber in letzter Zeit hier öfters mal. Okay, ich würde gerne... Genau. Genau das wollte ich machen. Und genau das... So habe ich es eigentlich... Hast du da auch geahnt, dass wir je sowas Irres machen würden? Nein, nicht wirklich. Ja, aber man könnte es meinen, ne? Sehr schön. Ja, irgendwie die Steuerung manchmal, ich weiß nicht. Ja, und nu, jetzt sind wir hier oben. Und weiter? Ich meine, die Aussicht ist schön. Hm, okay. Aha, da geht's wohl weiter. Irgendwas sagt mir. Alter Schwede, da kannst du mich gern haben, ey. Ich würde es in echt nie machen. Ja, schmeißt er rückwärts auch noch. Ja. Wie? Okay. Okay, ein bisschen weniger Schwung wäre schön. Ja. Jetzt heißt es wohl abwärts. Vorsicht. Ja, ich wollte da nicht auf einen Schlag da runter. Na komm. Na komm. Na, er will nicht. Er wird schon kommen. Na gut, dann gehen wir mal da runter. Abwärts. Dankeschön. Oh, oh. Wow, wow, wow. Nice. Das ist die zweitgrößte Zisterne, die ich kenne. Halt mal, was war die größte? Erzähl ich dir später. Los, gehen wir runter. Ja, gehen wir runter. Wo gehen, wie gehen wir denn da runter? Ich sehe nämlich nicht, was danach kommt. Ich ahne Übles, liebe Freunde. Ich ahne Übles. Oh, nee. Okay. Na dann. Jiha! Wuha! Alter Schwede. Sam, komm hier herum. Schon wieder. Das kannst du aber laut sagen. Ach. Jawohl! Kommst du klar? Ja, Kinderspiel. Wo ist er denn? Ach, da. Ja, ja. Okay. Mensch, das ist ja der Hammer. Allerdings. Die Frage ist aber, wo müssen wir hin? Okay, gucken wir uns mal da hinten um. Oh, oh, was haben wir hier? Wow, was ist das alles? Hier gibt's viele Vorräte. Werkzeug, Saatgut. Vorräte weit über dem Verfallsdatum. Ja, vielleicht mal ein paar hundert Jahre alt oder so. Okay. Oh, oh. Aha.
Okay. Aha, Wasser. Ja, sieht schon geil aus. Also mal ganz ehrlich, das ist schon geil gemacht. Gut, aber ich sehe hier nicht, wo es weitergehen soll. Was ja nichts heißen muss bei mir, ne? Der alte Kaffeeonkel mal wieder. Wie lange gehen die Folge eigentlich schon? Ich habe keine Ahnung. Als wenn das schon mal was Neues wäre, ne? Was haben wir hier? Na also. Macht er. Habe ich es kaputt oder so? Oh nein, 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 nein. So oder so. Wir kommen da rein. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Okay. Und das funktioniert, na dann. Okay. Na dann mal los, komm schon! Komm schon! Verdammt, ist das schwer! Komm! Oh, oh! Komm schon! Sehr schön! Okay. Wow! Offenbar steht uns eine weitere Prüfung bevor. Ich denke auch. Sieht danach aus. Sieht aus wie ein neues Rätsel, ne? Und was es mit dem Rätsel auf sich hat, meine lieben Freunde? Das erfahrt ihr. Und zwar in der nächsten Folge von Let's Play Uncharted 4. Euer Maiko, euer Kaffeeonkel. Ich verabschiede mich. Have a nice day. Und wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Ein Abo. Oder ich freue mich natürlich auch über einen Kommentar. Bis dahin. Ciao, ciao.